So, damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Football Manager 2019, die Beta mit der Hertha hier in der Vorbereitung. Und natürlich hätte ich euch sagen können, dass wir wieder aus Österreich zurück sind, denn hätte ich mal meine Notizen genauer studiert, hätte ich gesehen, dass hier zwar noch drei Notizen stehen, aber davon nur zwei Testspiele sind und eins die geplante Transfer- und andere Vorstellungsfolge ist. Deswegen hätte mir da auffallen können, dass wir da aus dem Trainingslager wieder zurück sind. Aber nicht ganz so dramatisch. Wir sehen hier zum Beispiel heute ganz viel, zum Beispiel hier oben schon mal eine Verletzung, hier eine rote Karte, hier auch eine Verletzung, da eine Verletzung. Also munter ging es hier drauf los. Und dann schauen wir mal, wer hat sich denn bei uns verletzt? Hat sich bei uns einer verletzt? Nee, beim Gegner. Haben wir hier noch einen Neuzugang? Das ist die andere Frage. Ihr steht mir ja immer noch offen, wie viel Patrick Herrmann gekostet hat. Und nein, wir kommen aus dem Trainingslager wieder. Und es gibt keinen weiteren Neuzugang. Nö, ich sehe keinen. Ihr? Also habe ich bestimmt das ganze Geld für Herrmann verbrannt. Und das, obwohl ich Spieler wie Lustenberger, Lecky ist noch da, Lustenberger, Esswein, Schellbrett, Pekarik, Kraft, alle verkauft habe. Mann, muss Patrick Herrmann teuer gewesen sein, aber der hat schon drei Vorlagen. Und hier hat er auch nochmal ordentlich vorgelegt. Aber ich will nicht zu lang schnacken. Ich denke, ihr wollt sicherlich das Spiel sehen. Auch hier ein bisschen mehr Ballbesitz wieder. Unheimlich viele Chancen herausgespielt. Ich glaube, das war einer unserer besten Auftritte. Deswegen gehen wir auch rein und schauen uns den mal an. Und ich krieg so langsam Hunger. Es ist schlecht. Ich darf eigentlich um die Uhrzeit nichts essen. Wir haben mittlerweile, dürfte doch schon 22 Uhr oder so sein, ne? Ja, 23.15 Uhr. Fuck you. Ich glaube, 18 Uhr angefangen aufzunehmen. Nice. Richtig nice. Egal, konzentrieren wir uns. Interessiert euch alles eh nicht, weil es schon Tage her ist. Ich nehme am Freitagabend auf und ab geht's über Herrmann, der auf Dilrosun spielt. Die beiden Flügelflitzer Dilrosun. Erste Aktion des Spiels. Ladies and Gentlemen, hat 23 Sekunden. Patrick Herrmann, Dilrosun, Ecke. Wieder Herrmann, sucht den Abschluss, finde ich. Du da. Und Kibrit haut da ein geiles Ding raus, der wieder Ibisevic vertritt. Dilrosuns Ecken kommen mittlerweile auch ein bisschen besser. Herrmann, nochmal Dilrosun. Die beiden verstehen sich blind. Duda, Kalu und Torwart. Dilrosun, nächste Ecke. Der darf heute Ecken üben. Karim Reki knapp drüber. Chancen im Minutentakt. Kibrit, er läuft den Ball super und ballert ihn dann drüber. Meier. Duda, Herrmann spielen vorbei. Lazaro, ich sag ja, die rechte Seite ist so unfassbar stark. Komplett rüber auf links. Und was macht Plattner denn da? Ja, da sagt er in der Mitte auch, der Kibrit, ey, was machst du denn da, Plattner? Was kannst du eigentlich? Lass das mal hier mich machen. Zack. Und Meier. Und das war schlecht, aber wir haben Glück. Lazaro, Meier, Duda ist ein bisschen eng hier. Dilrosun sorgt für Breite. Kalu abgeblockt, nochmal abgeblockt. Nächste Chance, 25. Minute. Diesmal der Gegner am Zug. Versucht das Spiel hier aufzubauen. Wir können die Passwege aber ganz gut zustellen. Dilrosun, Kibrit läuft wieder super, aber der Abschluss stimmt einfach noch nicht. Also der macht alles gut bis zum Abschluss. Aber der hat eigentlich einen guten Abschluss. Das ist ja das Problem. Ich verstehe es nicht. Langer Ball und super mitspielender Torwart von Rüne Jahrstein. Knallt den Ball dann zu Lazaro. Meier, Herrmann. Jetzt dürfte wieder die Post abgehen. Hat ein bisschen Glück. Herrmann, Flanke, Kalu. Torwart und Verteidiger sehen da beide nicht gut aus. Aber war das stark? Zweite Halbzeit? Nee, nicht zweite Halbzeit. Es geht direkt nach dem 3:0 geht es hier weiter. Nee, nach dem 2:0. Nämlich über links mit Dilrosun. Der hat ja noch nicht viel zeigen können heute. Platte, Meier auf Herrmann, der stark auf Lazaro. Flanke, Dilrosun, Latte. Kibrit, er läuft sich den Ball wieder, bringt ihn wieder rein auf Duda. Meier, Plattenhardt, Duda. Plattenhardt so gar nicht präsent hier.
Aber ja, vielleicht kommt er noch. Hat ja, wie gesagt, auch länger Urlaub gehabt wegen der Länderspiele. Und Kalou knallt das Ding jetzt aber zum 3:0 ins Tor. Nächste Chance. Also hier ein echt munteres Spielchen. Hätte viel, viel höher ausgehen können. Plattner hat hinterläuft. Flankt aber. Kalou. Ball kommt nicht ganz an. Duda. Auf Dil Rosun. Der zieht rein, aber dann abgeblockt. Eckball Dil Rosun. Kriegen wir den noch? Kriegen wir noch. Dil Rosun abgeblockt. Hermann versucht ihn wieder scharf zu machen. Dil Rosun Flanke abgeblockt. Und das war's. 43. Minute. Noch ein Highlight. Plattner hat mit dem Fehler. Und ja, das war die stärkste Aktion vom Gegner. Sagt ja alles, wa? Nochmal nicht Halbzeit, denn Plattner hat mit seinem schwachen Rechten auf Hermann und oh, Kalou ans Außennetz. Junge, waren die gut bedient. Jetzt wieder die junge Garde. Mal gucken, wie die sich schlägt. Klünter, er läuft den Ball, spielt auf Smash, der heute wieder gespielt hat. Klinsmann im letzten Spiel. Und Mittelstädt läuft ins Aus. Torunariga, Jaschemski mit der Flanke, die aber abgefangen wird. Hogaward schlägt den Ball nach vorne. Klünter fängt ihn wieder ab. Palko Dardai zieht in die Mitte, damit Klünter kommen kann. Kommt aber nicht. Und da wird jemand zu Boden gerissen, nämlich der Köpke. Und schießen darf, ich glaube... Ah nee, da habe ich angewiesen, Kade soll schießen, damit der sich mal für die Vorbereitung belohnt. Und er trifft Gott sei Dank. Ist nämlich nicht der sicherste Schütze gewesen. Nächster Angriff, Sukafakis, aber der belohnt sich einfach nicht. Der belohnt sich einfach nicht, der Kerl. Mittelstädt, Kade mit der Flanke. Palko Dada, er holt den noch. Lukasen wieder hinten rum auf Klünter. Weiter Schlag, aber da ist keiner. Lukasen, Kade, auch da abgeblockt. Da sehen wir nicht gut aus hinten und da ist das Gegentor, aber abseits. Dardai. Klünter mit der frühen Flanke, Köpke, Latte und im Nachschuss hat das dann gemacht. Bisschen umständlich, Lukasen nochmal. Der Curveball. Auch nicht so schlechter Freistoßschütze, ne? Jaschemski, das heißt Sinan Kurt heute nicht auf dem Platz, weil Lukasen die Freistöße schießt. Damit war es das Spiel. Wir haben, denke ich, wieder ein lustiges Spiel gesehen. Zweite Halbzeit nicht mehr ganz so präsent. 7-0, da die beste Note. Das ist ausbaufähig. 8-7 Kalou, 7-2 Duda ist auch noch so. 8-8 wieder Patrick Herrmann, 8-9 Dil Rosun, also die Flügelzange, ne? Sagt mal bitte, was Hermann für ein Neuzugang ist. Also ich feiere den. Ich hatte da ganz, ganz kurz leichte Zweifel, aber ja, ich musste den einfach holen. Auch wenn der teuer war. Ihr könnt ja mal schreiben, wie teuer er war. Ich hoffe, es haben schon welche geschrieben. Ich bin da mal mega gespannt drauf, was ihr so schätzt. Kann man hier denn nochmal kurz einblenden, wie sein Marktwert ist? Marktwert 7,5 Millionen. Ja, dann schreibt mal bitte, für wie viel der wohl gekommen ist. Ich habe ja gesagt, unter Marktwert ist schwierig. Ich bin gespannt, was da so für Preise von euch aufgerufen werden. Ich übergebe an den nächsten Part, übergebe mich aber nicht, denn das Spiel hat mir gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, Daumen nach oben, schreibt gerne einen Kommentar, zum Beispiel wie teuer Patrick Herrmann war, wie euch das Spiel gefallen hat. Oder wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Football Manager habt, dann gerne schreiben, falls ihr auch meine Taktiken wollt. Also ich finde die sehr, sehr fluide. Man muss bedenken, dass Hertha jetzt nicht das enttalentierteste Team ist, aber doch schon mega geile Spieler hat, wenn man die Stärken zu schätzen weiß. Und mir macht's tierisch Bock, deswegen habe ich das Spiel ja auch gekauft, obwohl das finanzielle Risiko da so groß war, dass ich mittlerweile schon wieder vergessen habe vor lauter Aufnahmen. Also, nächstes Spiel. Letztes Spiel in der Vorbereitung und dann erkläre ich euch nochmal den einen Transfer und die ganzen Spielerverkäufe oder vielleicht habe ich auch, ich habe mehrere Transfers, habe ich ja schon mal gesagt, denn das Talent von Dortmund habe ich auch gekauft. Aber das spielt in der ersten Mannschaft keine Chance, keine Rolle. So, und bevor ich mein ganzes Sprachzentrum verliere, schnell über zum nächsten Part, denn ich will hier nicht um Mitternacht noch aufnehmen. Bis dann, ciao!
Herr.